Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Rezension. Heute möchte ich mit euch über Amundsens letzte Reise von Monika Christensen sprechen. Das Buch ist im BTB Verlag erschienen, kostet 22 Euro in dieser gebundenen Ausführung und hat etwa 460 Seiten inklusive vieler Abbildungen und Fotos und einem Anhang. Ich habe das Buch als Rezensionsexemplar zur Verfügung gestellt bekommen, sage vielen lieben Dank dafür, denn mich hat ja diese Thematik in letzter Zeit sehr, sehr angesprochen und angefixt. Das habt ihr vielleicht mitbekommen. Hierbei handelt es sich um ein Sachbuch, Schrägstrich, Reise- und Abenteuerbericht über den Polarforscher Roald Amundsen, einen Norweger, der wirklich in seinem Gebiet sehr, sehr viel erreicht hat. Er war zum Beispiel als erster am Südpol, hat als erster die Nordwest- und Nordostpassage befahren und war unter anderem als erster mit einem Luftschiff am Nordpol. Ja, hier in diesem Buch soll es sich aber nicht um seine Erfolge drehen, sondern um seine letzte Reise, die leider in einer Katastrophe geendet ist. Von dieser letzten Reise ist er nicht wieder zurückgekehrt und es ist bis heute ein großes Rätsel, was genau geschehen ist. An dieser Information hängt aber so viel noch weitere Informationen dran, denn seine letzte Reise war keine normale abenteuerliche Expedition, sondern es handelte sich dabei um eine Rettungsaktion. Und zwar wollte er andere ja, verunglückte Polarforscher retten. Er war nicht der Einzige, der sie retten wollte. Also es gab sehr, sehr viele Rettungsaktionen. Er war halt nur einer davon, aber dadurch, dass er halt so einen großen Namen hat, ist das natürlich sehr, sehr schnell um die Welt gegangen, dass nun er auch als vermisst galt. Die Mannschaft, die überhaupt gesucht wurde, um die es ging bei diesen ganzen Rettungsaktionen, war die Mannschaft eines Luftschiffes, denn es sollte ein weiteres Luftschiff Richtung Nordpol aufbrechen. Das war die Italia unter dem Expeditionsleiter Umberto Nobile, also eine italienische Mannschaft. Und es sollten halt weitere Forschungen und Messungen am Nordpol vorgenommen werden. Sie haben den Nordpol auch erreicht, also sie konnten noch Funksprüche raussenden, dass sie über den Nordpol kreisen würden und sich jetzt auf den Rückweg machen würden. Aber auf dem Rückweg hat es wohl einen Absturz gegeben, einen Unfall. Und ja, man hat erstmal keine weiteren Funksprüche von ihnen erhalten und konnten auch keine Nachrichten mehr austauschen, bis dann ja irgendwie klar war, dass da irgendwas passiert sein muss. Und aus verschiedenen Ländern wurden dann Rettungsaktionen geplant. Ob das nun per Schiff war, ob das per Flugzeug war oder auch mit Hundeschlitten, also da wurde alles Mögliche in die Wege geleitet. Und eben Roald Amundsen hat eben ebenfalls eine Rettungsaktion auf die Beine gestellt mit einem französischen Flugzeug und einer kleinen Mannschaft, einer kleinen Crew ist er eben aufgebrochen. Ja, das ist so die grobe Thematik, um der es halt in diesem Buch geht. Das Ganze ist sehr detailreich. Und ja, es ist ein großer Zwiespalt, weswegen ich das Buch sehr, sehr schwer bewerten kann. Denn es handelt sich hierbei nur mal um ein Sachbuch. Und Sachbücher beruhen auf Fakten und sollen auch faktenbasiert sein. Und das hat die Autorin hier auch wirklich eingehalten. Es gibt immer wieder Fußnoten. Sie hat sehr, sehr akribisch recherchiert und gearbeitet, aber gleichzeitig soll ein Buch natürlich auch der Unterhaltung dienen. Ja, es ist, deswegen ist es, glaube ich, sehr, sehr ein sehr schmaler Grat, auf dem sich ein Autor befindet, wenn er über ein bestimmtes Thema berichtet und ein Sachbuch schreibt. Einerseits soll es natürlich faktenbasiert sein, andererseits soll es natürlich auch unterhalten. Und ich finde, dass das sehr, sehr schwierig ist. Und hier ist es leider nur mittelmäßig gelungen bis eher schlecht, wie ich finde. Zum einen liegt es daran, dass hier wirklich sehr, sehr akribisch gearbeitet wurde und sehr, sehr viele Fakten hier reingenommen wurde, was sicherlich auch einerseits gut ist,
Und vielleicht gefällt das den einen wirklich ganz besonders, aber für mich kam hier sehr wenig dieses Abenteuerliche und dieses Dramatische rüber, weil halt auch auf viele Details eingegangen wurde, die mich persönlich jetzt nicht so sehr interessieren. Es gab hier auch wirklich unglaublich viele Figuren und viele Expeditionen und viele Daten, die hier mit eingespielt wurden. Und ich hatte das Gefühl, dass das Buch nichts für Anfänger ist, die sich mit dieser Materie vielleicht noch nicht auseinandergesetzt haben. Also ich habe von Roald Amundsen halt durch seine Südpol-Aktionen gehört und habe da einige Dokumentationen angeguckt, aber sonst kannte ich ihn vorher nicht. Ich habe mir ein paar Wikipedia-Artikel zu ihm durchgelesen, beziehungsweise ein paar Ausschnitte davon, um ein bisschen näher ranzukommen. Aber es gab hier halt so viele weitere Personen. Es ging hier eigentlich gar nicht nur um Roald Amundsen. Also mir war das eigentlich fast schon zu wenig fokussiert auf diese Person. Was ich gut fand, ist, dass es auch viel um die Luftschiff-Expedition ging mit der Italia und auch wirklich um deren Schicksal. Und das hat mich, glaube ich, auch mit am meisten interessiert und fasziniert, wie es wirklich darum ging, wie die Mannschaft oder die überlebende Mannschaft halt auf dieser Eisscholle gelebt haben und wie sie versucht haben, halt immer wieder ja, Funkkontakt zu bekommen und wie sie da überleben und ja, was es da alles für menschliche Abgründe sich auftaten. Und das hat für mich eigentlich am meisten interessiert. Nachher auch so ein bisschen die Suche nach Roald Amundsen fand ich auch interessant, wo natürlich einige Wrackteile gefunden wurden, aber viel zu wenig, um ja, Schlüsse zu ziehen. Also das hat mich auch noch interessiert, aber eigentlich am meisten wirklich das Schicksal der abgestürzten Mannschaft vom Luftschiff. Aber es gab hier halt viel, viel mehr in diesem Buch. Also es ist ja auch für diese kurze Handlung, sage ich mal, relativ viele Seiten. Also es gibt unglaublich viele Fakten über die Flugzeuge, die hier involviert sind, diese ganzen Rettungsaktionen zu planen. Also es gibt viel Politik und diese ganze Technik über die Flugzeuge. Das hat mich alles nicht so sehr interessiert. Es war aber durchaus interessant mitzubekommen, wie viel Politik da eigentlich hinter steckt, hinter solcher Rettungsaktion. Man denkt, es geht doch um die Menschen, die gerettet werden, aber wie viel politische Intrigen dahinter stecken und wie viel Machtgehabe dahinter steckt, was im Vordergrund steht, eigentlich gar nicht im Vordergrund stehen sollte, das hat mir schon so ein bisschen die Augen geöffnet. Aber ich fand, es war einfach zu viel und auch zu viele Personen wurden eingeführt, die halt wirklich nur am Rande irgendwie angekratzt werden konnten. Also man hatte einfach Namen, die irgendwie so hingeklatscht worden sind. Und auch in Roald Amundsen, der wohl auch eine sehr exzentrische Figur ist, hätte ich viel mehr lesen möchten. Also ich hatte wirklich manchmal das Gefühl, ich habe den letzten Teil einer Reihe irgendwie in der Hand und habe einfach unglaublich viel Vorwissen irgendwie verpasst. Den Schreibstil fand ich halt dadurch, dass so viele Fakten eingestreut worden sind, auch nicht sehr flüssig und nicht sehr rund. Manches halt einfach sehr, sehr trocken erzählt. Eben nur diese paar Passagen mit der Crew hatte man irgendwie das Gefühl, Dramatik und Abenteuer zu verspüren. Ja, vielleicht ist es einfach dieser Zwiespalt zwischen Sachbuch und Unterhaltung, der hier zu spüren ist. Und ja, vielleicht geht es anderen einfach anders. Aber diese ganzen Flugzeuge und diese ganze Planung der Rettungsaktion, wo sich jetzt gerade welches Schiff befindet, das interessiert mich in dem Moment einfach nicht. Und welche Route jetzt dieses Schiff nimmt und welches Flugzeug gerade das überfliegt. Und ja, das waren mir einfach viel zu viele Details. Und auch nachher, ja, die Auflösung, oder es gibt ja keine Auflösung von Roald Amundsens Rätsel. Also wer hier irgendwie des Rätsels Lösung irgendwie auf die Spur kommen möchte, der wird hier jetzt natürlich nicht völlig befriedigt. Also es gibt hier mehrere Theorien, die die Autorin wirklich anspricht und ausführlich überlegt, ob das sein könnte. Und als Leser kann man sich dann halt eine der besten rauspicken und sagen, ja, so könnte das sein. Ich habe mir danach
danach auch noch ein paar Dokus dazu angeschaut. Gibt aber leider nur sehr, sehr wenig Ausführliche darüber. Aber es ist schon interessant, sich die ganzen Theorien anzuhören. Aber es ist so unbefriedigend, dass man ja selbst mit dieser heutigen Technik und mit diesem, ja, mit den heutigen Möglichkeiten nicht herausfinden kann, was damals passiert ist. Ja, doch noch sehr, sehr spannend. Hier hinten steht noch drauf, ein Thriller, den die Wirklichkeit geschrieben hat. Das kann ich nicht so richtig unterstreichen, weil es mir halt einfach zu sehr trockenes Sachbuch war zwischendurch leider. Ich hatte zwischendurch sogar das Gefühl, das abbrechen zu müssen, weil es für mich doch sehr, sehr zäh war und sich nicht sehr flüssig lesen ließ und die guten Stellen einfach zu wenig gesät waren. Aber ich habe mich doch durchgebissen und bin letztendlich doch ganz froh, dass ich das getan habe, weil mich manche Stellen doch sehr auch berührt haben und ich einiges dazu gewonnen habe. Ja, die Abbildungen fand ich dann auch irgendwie ganz, ganz klasse, besonders nachher bei den zu der Rettungsaktion. Achso, 1928 spielt das Ganze. Also das ist schon, irgendwie hat es einen Gänsehautmoment, wenn man halt diese Fotos sieht, die das halt irgendwie ja, überliefert haben. Ja, aber insgesamt war es mir einfach zu ausführlich, zu detailliert, zu trockene Fakten. Dann gab es noch viele Rückblicke. Es war mir dann doch ein bisschen zu Kuddelmuddel und nicht gut strukturiert, das ganze Verfahren, dass ich diesem Buch jetzt nicht die volle Punktzahl geben kann. Es war halt einfach Durchschnitt, aber ich bin froh, es dennoch gelesen zu haben und bin nicht abgeschreckt, irgendwie weitere Bücher in dieser Thematik zu lesen. Also da freue ich mich schon drauf, mich da weiterhin einzulesen und hoffe, dass mich die nächsten dann wieder ein bisschen mehr catchen können. Ja, wie fandet ihr das Buch, wenn ihr es gelesen habt oder interessiert euch das überhaupt? Es ist ja im Moment mitten im Sommer. Könnt ihr sowas überhaupt lesen, wenn es sich viel um Eis und Kälte dreht oder ist euch das egal? Es würde mich mal interessieren. Also ich konnte das jetzt sehr gut lesen und konnte mich da so gut reinversetzen, obwohl es jetzt gerade Sommer draußen ist. Und jetzt wünsche ich euch noch eine schöne lesereiche Zeit und wenn ihr wollt, sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut! Ciao, ciao!